So, willkommen zu einem neuen TechView Vlog. Nachdem ich ja ein bisschen was über dieses gute Stückchen hier geredet habe, Sony FDR X3000 und ich auch schon in einigen Videos benutzt habe, gibt es jetzt ein Angebot, das mir gemacht worden ist oder worauf ich hingewiesen worden bin, was ich nicht ablehnen konnte. Und zwar habe ich immer über die Fujifilm beschwert, meiner XT20, mit der ich gerade filme, weil die irgendwie nur 15 Minuten Full HD, nur 10 Minuten 4K kann und ich quasi mir immer auf dem großen Fernseher das Ganze, so wie hier, jetzt wunderbar anzeigen lassen kann, ob ich im Fokus bin oder nicht und auch ob irgendwie Weißabgleich und das Framing so ungefähr stimmen. Framing, ja. Also ich im Bild auch wunderbar stimme oder nicht. Aber wirklich diese 10 Minuten, den Countdown, ich habe kein Telly-Light, das mir sagt, er nimmt gerade auf oder nicht. Und auf dem Fernseher habe ich einen clean HDMI-Output und sehe dann auch nicht. Kann man das eigentlich umstellen? Ich glaube, da mache ich einen Podcast drüber, wenn man das umstellen kann, irgendwo den Einstellungen. Ich habe wirklich noch nicht reingeschaut, aber jetzt kommt mir so die Idee, es könnte eventuell umstellbar sein in den Einstellungen der Fujifilm. Auf jeden Fall hat mich jemand auf ein Angebot hingewiesen. Ihr wisst, die Fujifilm XT20, als sie rausgekommen ist, 800 und aufwärts hat sie mal gekostet. Verdammt teuer. Und ich habe mir immer so ein Klappbildschirm gewünscht. Erstens, weil man sich dann selber sehen kann. Zweitens, weil ich dann auch sehen kann, läuft da noch. Und drittens habe ich mir natürlich auch eine Kamera gewünscht, wo ich dann länger als 15 Minuten aufzeichnen kann. Und, was soll ich sagen? Ich habe sowas gerade hier in der Hand, die Fujifilm XT100. Sie hat einen Klappbildschirm. Fum, den kann man so nach vorne klappen. Sie hat fast die gleichen Ausmaße, die gleichen Bedienungsknöpfe und Regler, die man so braucht, wenn man das Teil bedienen möchte. Also hier etwas zu regeln. Da kann ich was rumdrehen. Hier habe ich was zum Drehen. Ich habe den Blitz, den ich aufklappen kann. Also all das im Grunde genommen, wie die Fujifilm XT20 auch hat. Aber halt eben auch Funktionstasten genug. Hinten drauf sehen wir einige Tasten. Wir sehen das Steuerkreuz, was ich so lieb. Leider kein Joystick. Wir haben aber hier noch ein Rädchen, was so ein bisschen seltsam angebracht ist, was man drehen kann. Eine Q-Taste ist hier angebracht. Und hier auf der anderen Seite haben wir auch Play und Mülleimer und sowas alles. Ein bisschen paar weniger Tasten als bei der XT20, aber immer noch ein, sehr, wenn man die XT20 gewohnt ist, ein sehr familiäres Aussehen, ein sehr familiäres Fujifilm-Aussehen. Und natürlich auch von der Bedienung her kann ich das quasi auch blind bedienen und jetzt quasi einen Snapshot von euch machen, wenn ich denn möchte. Muss natürlich die Kappe abnehmen und dann könnte ich hier ganz einfach ein Bild von euch schießen. Also in der Theorie. Viewfinder hat das auch, ist der gleiche Viewfinder, also der elektronische Sucher, der hier verbaut ist. Oben der gleiche elektronische Sucher, den ich auch in der XT20 habe. Von der Auflösung her nichts zu bemängeln, funktioniert also genauso. Hat aber den großen Vorteil, wie gesagt, ich habe hier nicht die 15 Minuten Full HD Limit. Sondern ich kann tatsächlich eine halbe Stunde, also 29 Minuten und 59 Sekunden, um ganz genau zu sein, aufzeichnen. Ich habe den Flipscreen. Was fehlt noch für eine coole Vlogging-Kamera? Audioport habe ich auch. Ich habe hier unter der Klappe... Wo magst du gerne fokussieren? Da habe ich den 2,5 mm Anschluss für Audio. 2,5 mm, ja, das ist wieder so ein Fujifilm-Ding, das habe ich bei meiner XT20 auch. Ich habe aber dafür schon einen Adapter, das heißt keinerlei Probleme, das Teil dann auch wirklich anschließen zu können. Es ist also quasi das, was ich mir gewünscht habe. Für einen Preis, der einfach so unschlagbar war, also rechnet mal 500 Euro weniger als das, was die Fuji XT20 gekostet hat, dann kommt ihr in den Preisbereich. Die Kamera war sogar günstiger als die Sony FDR X3000. Ja, das dazu. Ich habe damit auch schon ein paar Videos gemacht. Ihr dürft raten, welche Videos das waren. Einige Videos, da ist es offensichtlich, weil die Kamera hat für Vlogging auch noch weitere Features. Hier, die hat ja, die FDR, Sony FDR X3000 hat ja diesen wunderbaren Bildstabilisator optisch.
Bildstabilisator optisch für den Sensor gibt es in den Fujifilms nur in der XR1. Ich habe mich immer schon mokiert darum, warum bauen sie denn nicht wenigstens einen digitalen, mit einem kleinen Crop-Faktor in der XT20 beispielsweise einfach einen digitalen Stabilisator rein. Zusammen mit dem optischen, der dann da irgendwie das Ganze ausgleicht, ist ja hier auch nicht anders. Hier ist ein optischer in der Linse quasi drin, ist halt nur viel näher am Sensor. Und hier ist ein digitaler drin. Die sorgen dafür, dass das Ganze hier so gut stabilisiert wird. Braucht man eine stabile Linse natürlich, ein stabiles Objektiv oder mit OIS, also einen optischen Bildstabilisator im Objektiv, wie beim 18-55er Kit-Objektiv von Fujifilm beispielsweise, und das dann in Zusammenhang mit einem digitalen, mit dem gleichen Crop-Faktor, wäre doch auch gut. Hier in der XT100 gibt es einen digitalen Stabilisator. Der merkt jetzt, ich habe hier das, kann man das sehen, das 27mm Fuji-Objektiv, also Pancake-Objektiv, und das passt zu der kleinen Kamera einfach drauf. Das hat keinen optischen Bildstabilisator, ist also nicht so perfekt geeignet. Und ihr werdet bei einigen Videos, die ich gemacht habe, beim Review des der FD oder beim Auspack-Video, es war ja kein Review, der FDR X3000, habe ich zum Beispiel hier die XT100 benutzt. Da werdet ihr gemerkt haben, dass es sich irgendwie so bewegt hat. Das hat nichts mit meinem Stativ zu tun. Das hat ganz einfach damit zu tun, dass da eben digitaler Stabilisierer drin war und der hat halt eben versucht, mein Gesicht stabil zu halten. Also merke, digitalen Stabilisierer ausschalten, wenn man das Teil auf einen Tripod packt. Apropos Tripod, dann sehen wir hier auch wieder ein kleiner Nachteil. Hier ist der Batterieöffnungsklappenmechanismus. Und hier haben wir dann direkt, also wenn wir hier eine Platte drauf machen, haben wir keine Möglichkeit, das aufzuschrauben, das aufzumachen. Batterie sind die gleichen Batterien drin wie bei der, jetzt habe ich eine Patona drin, macht nichts. Also NP, lasst mich nicht lügen, wie heißen die? NPW 126er Batterien passen dort rein. Fokuspunkt, da. NP126er, S gibt es auch, S ist die neue Variante, das sind die, die auch bei den bei der XT20 zum Einsatz kommt, bei der XT3 zum Einsatz kommt, bei der XT2 zum Einsatz kommt, also die kann man wunderbar benutzen, ihr seht jetzt nicht S-Variante, die funktioniert trotzdem hier wunderbar. Was kann ich noch dazu sagen? Ich werde das Ganze noch testen. Es ist erstmal so ein kleines Ankündigungsvideo, dass das so eine spezielle Vlogging-Kamera ist. Ich werde es vor allen Dingen testen, weil einige Leute haben es getestet damals, haben das eher für Vlogging ungeeignet geachtet, weil die Videoqualität schlecht war, weil der Autofokus nicht so richtig funktioniert hat. Das war alles Firmware Version 1 und die Videos, die ihr bisher gesehen habt, außer vielleicht die Selfish OS Storeman-Videogeschichte, die wurde schon mit Firmware Version 2 gedreht. Alles andere auch Firmware Version 1, hat aber ein bisschen was gedauert, bis ich gemerkt habe, ist noch auf Firmware Version 1. Auf Firmware Version 2 werde ich das Ganze testen und werde dann auch vloggen und werde euch davon dann berichten. Und ich hoffe jetzt, dass das Video nicht zu lang geworden ist und dass es trotzdem aufgezeichnet worden ist, dass ich in den 15 Minuten geblieben bin. Ansonsten Fujifilm XT100, freut euch drauf. Ich werde also das Ganze testen, werde dann demnächst meine Vlogging-Erfahrungen damit machen. Und mehr dazu dann später. Ansonsten, ja, es könnte eine ideale Kamera sein. Für den Preis auf jeden Fall unschlagbar. Ob ich sie dann tatsächlich behalten werde oder ob die verschenkt wird oder irgendwie vielleicht irgendwie wieder zurückgeschickt wird, ich habe keine Ahnung. Aber für den Preis, als Second Camera eignet sich das ja auch wunderbar. Als Ersatz für die X70 ist definitiv, das kann ich jetzt schon sagen, wenn sie dann mal gestartet ist, weil das Starten, das kann ich ja nochmal zeigen, wenn das Video noch läuft, das Starten, ich habe jetzt eingeschaltet. Dauert. Jetzt ist es an. Das dauert was. Bis auf das Starten kann man, wenn man natürlich in den Boost-Modus geht, also performance-mäßig anmacht, ist es schneller, auch im Autofokus schneller als meine X70, die ja den X-Trans-Sensor hat und den X-Prozessor Pro. 1er-Version, glaube ich, oder 2er-Version. Das also dazu. Ich werde mehr darüber berichten, mehr dazu kommt dann also später nach Karneval, weil wir haben jetzt Karneval, Gölle Alaf zusammen, ihr Jecke, wir haben jetzt Karneval, das heißt, ich komme so langsam auch, was das Vlogging angeht, in eine Karnevalspause hinein und ja, müsste halt mit leben, ne? Ist jetzt Karneval, da ist Wichtigeres angesagt.
So, das war's für diesen TechView-Vlog. Bis zum nächsten Mal. Ciao.